What up, ihr stinkenden Stinker? Wir schauen uns heute mal wieder 10 Kreaturen an, die auf Kamera gefilmt wurden. Es wird super gruselig, deswegen, wenn es euch gefällt, lasst ein Like, da schaffen wir 200 Likes. Und falls ihr neu seid, abonniert jetzt sofort, sonst kommen die Kreaturen zu euch nach Hause. Let's go! 13 mysteriöse Kreaturen gefilmt. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Ein großer Teil unseres Planeten ist noch unerforscht und wir wissen nicht, was es da draußen... Bruder, da läuft einfach ein Mensch, Alter, auf allen Vieren unter der Brücke oder was? Habt ihr es gerade gesehen? ...noch geben könnte. Vor Millionen von Jahren haben Dinosaurier die Erde bevölkert und auch heute noch könnte es dort draußen seltsame Kreaturen geben. Findet ihr das auch so seltsam, dass es wirklich mal Dinosaurier... Ja, was? In diesem Video werden wir über einige mysteriöse Wesen sprechen. Dinosaurier? Hä, was war denn gerade los? Findet ihr es auch seltsam, dass es mal Dinosaurier gab? So ein T-Rex, der da so 3 Meter hinter dir so groß steht und so. Bist du neu auf diesem Kanal? Okay. Dann abonniere ihn doch und drücke die Benachrichtigungsglocke. Und bevor wir anfangen, like das Video. Machen wir alle. Ui, das mal ein Intro. Ui. Nummer 13, ein Sigbin. Okay, Digga, ein Sigbin klingt wie eine Beleidigung. Sigbin! Hä, Bruder, du Sigbin, Bruder! Einige Menschen haben eine Spur gefunden und verfolgt, die sie für die Sigbin halten. Diese geheimnisvolle Kreatur stammt aus der philippinischen Mythologie. Bruder, imagine, du kannst als Hase geboren werden, du kannst als flauschiger Hund geboren werden, als Mensch geboren werden und du wirst ein Sigbin. Sie lebt in den Schatten und bewegt sich nur nachts. Stell dir eine Kreatur vor, die den Körper einer Ziege hat, deren Rücken aber wie der einer Katze gekrümmt ist und die bereit ist, zuzuschlagen. Gibt's das Dein wirklich? Fell ist so dunkel wie die Nacht, sodass es nahtlos mit der Dunkelheit verschmilzt, die fast unsichtbar ist. Der oder die Sigbin besitzt Kräfte, die selbst die mutigsten Seelen verzaubern können. Der Legende nach kann er seine Gestalt verändern und die eines harmlosen Tieres oder sogar eines Menschen annehmen. Gibt's das wirklich? Mit den Augen, die Blut glühen, kann das Vieh jeden hypnotisieren. WTF? Nummer 12. Seltsame bleiche Gestalt. What? Eine Überwachungskamera hat eine blasse und dünne weiße Gestalt mit einem gebeugten Rücken eingefangen, die nachts herumläuft. Sie scheint so etwas Ähnliches wie Arme und Beine zu haben. Es gibt jedoch keine Behauptungen, dass irgendjemand einen Blick darauf geworfen hat, denn diese seltsame Kreatur scheint nur auf der Kamera zu erscheinen. Die bleiche Gestalt tauchte in Morehead, Kentucky auf und ein paranormales Forschungsteam kontaktierte die Person. Es könnte aber auch ein Mensch sein, oder? Schau mal, vielleicht ein Mensch, der einfach nichts anhat? Aber das ist ein komischer Kopf und sowas, ne? Also, ich würde mal sagen, von Verhalten her und wie er läuft, könnte es ein Mensch sein, aber von wie dünn das ist und sowas, ein bisschen weird. Die das Video gepostet hatte, um mehr Details zu erfahren, damit sie sich auf den Weg machen und die Sache untersuchen konnten. Der Leiter des Teams glaubt, dass die Kreatur den Beschreibungen des Screechers aus der südslawischen Mythologie ähnelt, einer untoten, bleichen Gestalt, die aus dem Grab auferstanden ist, um die Menschen zu verfolgen, die ihr Unrecht getan haben. Kommt hin! Nummer 11. Unheimliche Eulen. Ja, gut. Baby-Eulen aus Indien sind viral gegangen, weil sie wie Außerirdische aussehen. Okay. Einige Kommentatoren finden sie niedlich, während andere nicht einmal wussten, dass es Eulen sind. Wenn kleine Eulen schlüpfen, sind sie anders als alle anderen Lebewesen. Mit ihren großen, runden Augen und flauschigen Körpern sehen sie aus wie seltsame Wesen, die nicht von dieser Welt sind. Hä, aber wieso sieht die da hinten so Dreieckskopf aus, Alter? Also, ja, ihr Fell ist wahrscheinlich noch nicht so ausgeprägt, würde ich jetzt mal schätzen, oder? Und deswegen sehen die so ein bisschen spooky aus, weil die einfach nicht so dieses flauschige Fell um sich rum haben. Aber das dient einem Zweck. Würde ich mal schätzen. Ihr seltsames Aussehen hilft ihnen in der Wildnis zu überleben, bis sie in der Lage sind, für sich selbst zu jagen. Und so da Eulen nachtaktiv sind, werden sie nachts allein gelassen, während die Eltern jagen. So schön. Nummer 10. Eine Kreatur krabbelt an der Wand. Stell dir vor, du gehst an der Rückseite deines Hauses vorbei und siehst eine seltsame, haarlose Kreatur, die sich an deine Wand klammert. Ein Mann war in einer abgelegenen Gegend wandern, als er ein seltsames Geräusch hörte, das von der Rückseite eines verlassenen Hauses kam. Er ging langsam herum und entdeckte eine unheimliche Gestalt, die um das Haus herum wühlte. Die Kreatur schien ihn nicht bemerkt zu haben oder sie ignorierte ihn einfach, bis er einen Stock aufhob, um ihn zu bewerfen. Er bekam Angst und rannte über das Dach eines Hauses davon. Aber was dieses Wesen ist, bleibt ein Rätsel, denn es passt nicht zu den mythologischen Geschichten oder Sichtungen auf der ganzen Welt. Ja, okay, aber ich dachte, es kommt ein Video. Also Bildern vertraue ich nicht. Bilder kannst du heutzutage so krank faken, Alter. Das ist ja, jedes Bild kann irgendeine Kreatur so faken, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich muss es auf Video sehen, weil Videos ist nun mal was anderes.
Dankeschön an jeden, der die Kommentare schon geschrieben hat. Dankeschön. Eine kleine Gestalt setzt sich hin und macht sich bereit anzugreifen, sobald sie eine Kamera sieht. Digga, das sieht aus wie ein Mann mit einem Bart. Das ist doch kein Kobold, oder? Das sieht aus wie so ein obdachloser Mann. Er ist stämmig, hat dünne Gliedmaßen und seine Augen leuchten im Dunkeln. Er ähnelt einem Kobold. Diese Kreaturen werden auf der ganzen Welt gesichtet und sind Teil vieler Mythologien. Sie leben in verborgenen Ecken, die Menschen kaum besuchen, wie die tiefen alter Wälder und Höhlen. Kobolde sind klein und flink. Sie sind Wächter der Wildnis, die den Legenden zufolge... Ich nehme alles zurück, das ist eindeutig kein Obdachloser. Bruder, wenn das ein Obdachloser ist... nimm mein ganzes Geld. Bruder, ich nehme alles. Nimm mein iPhone. Lass mich bitte leben. Bitte. Geheimnisse über unsere Welt hüten. Sie sind schlau und haben ein Händchen dafür, verborgene Schätze zu finden und den Menschen Streiche zu spielen. Aber der Kobold im Video schien unbedingt kämpfen zu wollen. Nummer 8. Unheimliche Gestalt kroch eine Brücke hinunter. Die folgenden Aufnahmen vom normalen Verkehr in Kiew scheinen normal zu sein, bis sich die Kamera umdreht. Das ist krank. Das sieht super realistisch aus. Gruselige und flinke Gestalt sehen, die unter der Brücke hindurchkriecht. Die Menschen im Internet waren schockiert und jeder stellte seine eigene Theorie auf. Einige behaupteten sogar, dass es sich um einen Menschen handeln könnte, aber Menschen sind nicht so stark und flink. Es scheint lange Gliedmaßen zu haben und hat keinen Hals. Sein Kopf sitzt nur auf den Schultern. Ein erfahrener Kletterer meinte, dass es sich um einen Mann handeln könnte, der mit einer speziellen Technik für eine Klettermeisterschaft trainiert. Also wenn da einfach so ein Mann random zu irgendeiner Tageszeit alleine an einer Brücke rumklettert, das ist schon super creepy. Also das ist genauso creepy, wie wenn das jetzt irgendeine komische, gruselige Gestalt ist. So, wisst ihr, wie ich meine? Nummer 7. Gehörntes Biest. Ein Mann sah am Rande seines Bauernhofs ein seltsames, gehörntes Wesen aus dem Gras ragen. Das ist doch einfach nur so ein Tier. Wie heißen diese Steinböcke? Oder wie heißen die Dinger, die so diese Dinger oben haben? Er besitzt keine gehörnten Tiere und dieses hier sieht aus wie eine ganz schwarze Ziege. Diese Kreatur schien relativ sanftmütig zu sein und griff ihn nicht an. Sie war genauso neugierig wie der Mann und steckte ihren Kopf heraus, um ihn zu untersuchen. Sogar seine Nachbarn sagten, sie hätten ähnliche Sichtungen gehabt, aber nur er hatte einen Videobeweis. Ja, der Nummer ist einfach 6. eine Ziege oder sowas. Der kleinste Drache schwimmt im Wasser. Drachen werden in vielen Teilen der Welt immer wieder als riesige, feuerspeiende Reptilien dargestellt. Drachen gab es nicht früher, ne? Oder? Zu dieser Dino-Zeit und sowas. Das ist erfunden. Oder gab es Drachen? Nee, Drachen gab es nicht, ne? Alles vernichten. Aber dieses Video zeigt einen winzigen Drachen, der im Wasser schwimmt. Und obwohl einige behaupten, dass es sich um eine Wasserschlange oder einen Aal handelt, hat er alle Merkmale eines Drachens. Oder das ist nur ein Drache. Eben in Miniatur. Es gibt Theorien über die Existenz von Drachen, weil viele alte Kulturen auf der ganzen Welt, die keinen Kontakt zueinander hatten, sie ähnlich dargestellt haben. Manche behaupten, dass diese riesigen Kreaturen die Fähigkeit zu fliegen hatten und ihre Knochen extrem leicht waren, was erklären würde, warum es keine Spuren von ihnen gibt. Das war krass. Seltsame Kreatur krabbelt. Dieser Mann filmte eine seltsame Kreatur mit Flügeln, die in seinem Garten krabbelte und ein furchterregendes Geräusch machte. Es tauchte zufällig aus dem Nichts auf und der Mann versuchte, seinen Hund wegzubringen, da dieser neugierig auf die Kreatur war. Die Menschen im Internet waren verblüfft und verängstigt, aber einige behaupteten, dass es sich um eine Riesenfledermaus handelt. Und dieser Theorie könnte man... Das sieht aus wie so eine Motte. ...zustimmen. Es gibt Arten von großen Fledermäusen, die erst im 19. Jahrhundert beschrieben wurden. Aber Riesenfledermäuse fressen Früchte und greifen nie Menschen an. Außerdem hat diese Kreatur kein Fell und ihr Kopf hat keine Ähnlichkeit mit dem einer Fledermaus. Selbst wenn es sich um eine neue Fledermausart handeln würde, ruhen sie tagsüber und mögen normalerweise die Sonne nicht. Ich glaube, das ist eine Motte. Ich habe das Video schon mal gesehen. Das sah aus wie eine Motte, die gerade am Schlüpfen ist und die hat unten so diese komischen Fühler. Also ich glaube, das war eine Motte. Nummer 4. Geheimnisvolle Kreatur lauert im Wasser. Ein Bootskapitän sah ein mysteriöses Meerestier, das seltsam schwamm. Manche halten es für ein kleineres Ungeheuer von Loch Ness, das in den letzten Jahrhunderten vergeblich versucht wurde zu fangen oder seine Existenz zu beweisen. Die Kreatur kann auch ein Wal hat eine sein. Seltsame Hand und schwimmt mit Leichtigkeit. Es könnte aber auch eine Schlange oder ein riesiger Aal sein. Oder ein Krokodil. Ja. Nummer 3. Oder also manche Videos haben viel zu wenig Beweismaterial, viel zu wenig. Figur schwebt im Himmel. Ein bizarres Video von einer humanoiden Figur, die in Sydney am Himmel schwebt, ging viral. Es ist unklar, ob es sich um eine Person handelt, aber die Leute, die sie gesehen haben, behaupten, dass sie etwa 5 Minuten lang dort stand, bevor sie verschwand. Okay, das ist sie creepy. Sie erschien und verschwand mehrmals an der gleichen Stelle. Digga, my boy hat einfach irgendeinen Fliegeglitch freigeschalten, Alter. Der fliegt einfach nach oben, Mann, Alter. Der macht Skybase. Und schwebte einfach in der Luft, bevor sie endgültig verschwand. Einige hielten es natürlich für einen Außerirdischen, während andere behaupteten, es handle sich um einen Streich, einen Heliumballon oder etwas, das an eine Drohne gebunden war. Oh, das kann auch sein. Das Nummer 2. Das war smart. Mysteriöse Kreatur.
Jemand aus Santa Fe, Argentinien, filmte gerade sein Baby, um Erinnerungen festzuhalten, als plötzlich ein kleines Wesen auf zwei Beinen durch den Flur lief. Die Kreatur ist grün, hat spitze Ohren, die zur Seite zeigen. Das Baby scheint sich nicht dafür zu interessieren. Was zur Aber Hölle? Als die Kameraperson hinunterging, um es zu untersuchen, war von dem kleinen Wesen keine Spur mehr zu sehen. Was soll denn das sein? Man kann auch die Störungen auf der Kamera hören, während es durch den Raum rennt. Die Person, die das Video hochgeladen hat, gab an, dass es sich um Duende handeln könnte. Eine Kreatur aus der spanischen Folklore, ein schelmischer Geist, vergleichbar mit Kobolden. Ja, Nummer 1, Humanoid. Ja, Digga, also das... Ah Mann, ich weiß immer nicht, ob da uns jemand verarscht und da so krasse Bildbearbeitung macht. Oder ob da halt wirklich irgendwie so Dinger rumlaufen. Aber kann ja eigentlich nicht sein. Oder wird es doch hunderttausende Aufnahmen von sowas geben, wenn es wirklich da draußen rumläuft. Jede Kreatur auf der Straße. Ein blasses, das hab ich schon mal gesehen. Humanoides Wesen lief die Straße entlang, als die Leute auf den Fahrrädern es sahen und anfingen, es zu filmen. Was ist das denn? Sie versuchten sogar so nah wie möglich heranzufahren, entschieden sich aber umzukehren, als das Wesen zu ihnen zurückblickte. Was ist das? Einige haben angedeutet, dass es sich um einen Außerirdischen handeln könnte, während andere glauben, dass es sich bei der unheimlichen Gestalt nicht um einen Außerirdischen, sondern um etwas Übernatürliches handelt. Digga, das ist eine seltsame Figur für dich. Alter, das war eine seltsame Figur. Entweder das war irgendwie so eine... weiß ich nicht, nackte Frau, die auch gelaufen ist, oder weiß nicht, jemand, der so aus der Psychiatrie ausgebrochen ist, oder es war wirklich irgendeine komische Kreatur, ich weiß auch nicht, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like gelassen, aber wenn ihr mehr Kreaturen-Videos sehen wollt, dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dann, auch rein.